Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video erklären wir euch, wie ihr Textbausteine in eurem Shopware 6 Shop anpasst, wofür diese überhaupt gedacht sind und wie das Ganze dann im Frontend aussehen würde. Zu finden sind diese in den Einstellungen eures Shopware 6 Administrationsbereichs. Im Shop-Unterbereich seht ihr schon direkt die Textbausteine. Shopware selbst sagt dazu, Textbausteine werden für die Übersetzung und die Anpassung von Texten verwendet. Diese können zentral angepasst und verwaltet werden, nämlich genau hier in dem dafür vorgesehenen Modul. Standardmäßig sind base.de-de und base.en-gb, also einmal die deutsche und die englische Variante, vorhanden. Diese beiden sind sogenannte Textbaustein-Sets und sollen auch so, wie sie sind, beibehalten und nicht verändert werden, da sie quasi als Werkseinstellungsmuster gelten, zu denen man immer wieder zurückkehren kann. Enthalten sind diese Grundinformationen in den sogenannten Basisdaten. Deshalb wäre eine plausible Lösung, um ein neues Set zu erstellen, hier auf den Pfeil zu gehen und eines der beiden zu duplizieren. Ein Grund dafür, warum man das tun sollte, wäre die Integration einer neuen Sprache, also beispielsweise Spanisch. Wollt ihr also den Namen nun anpassen, klickt neben dem Text doppelt drauf und benennt das Textbaustein-Set richtig. Nun kann man in das Duplikat reingehen und dieses bearbeiten. Geht dafür auf das Kontextmenü und klickt auf Bearbeiten. Theoretisch müsstet ihr nun jeden einzelnen Textbaustein händisch anpassen. Praktisch gesehen gibt es dafür aber bereits vorgefertigte Sprachpakete im Shopware Store, die ihr einfach kostenlos herunterladen könnt. Falls ihr doch noch Anpassungen im Nachhinein vornehmen oder einen neuen Textbaustein erstellen wollt, könnt ihr das jedenfalls in diesem Bereich tun. Dazu ist hier der Button für die Neuerstellung, hier der Funktionsbutton für die Aktualisierung und dieses Trichtersymbol ist der Filter. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, euren spezifischen Textbaustein zu finden. Beispielsweise, wenn dieser sich im Footer befindet. Eine noch einfachere Methode ist die Suchmaske hier oben. Damit gehen wir jetzt einmal einen konkreten praktischen Anwendungsfall durch. Wir wollen diesen Textbaustein zur Kasse, der erscheint, sobald man einen Artikel in den Warenkorb gepackt hat, verändern und zwar in zum Kassenbereich. Dafür geben wir das in die Suchmaske ein und bekommen zwei Treffer. Nun müsst ihr im Vorfeld die genaue Namensbezeichnung wissen oder ihr verändert beide und schaut, welches der richtige Wert ist. Wir wissen, Checkout Proceed to Checkout ist der richtige Textbaustein, weswegen wir dort auf das Kontextmenü klicken und diesen bearbeiten. Wir bearbeiten einmal die deutsche Version und die spanische. Anschließend speichern wir ab und gehen zurück ins Hauptmenü, wechseln dort auf System, gehen in die Cache-Einstellungen rein und leeren diese. Nun wechseln wir ins Frontend, packen ein Produkt in den Warenkorb und sehen, dass sich der Button nach unseren Vorstellungen verändert hat. So könnt ihr also ganz einfach individuelle Anpassungen an Textbausteinen im gesamten Shop vornehmen. Aber wie gesagt, macht euch nicht die Arbeit, alles per Hand zu übersetzen, dafür gibt es bereits Sprachpakete im Shopware Store. Sollte euch dieses Video weitergeholfen haben, lasst ein Like da. Solltet ihr nichts mehr verpassen wollen, abonniert und klickt auf die Glocke, wodurch ihr über unsere Neuerscheinungen informiert werdet. Für alle weiteren Anliegen rund um Shopware kann gerne ein Termin mit unseren Shopware-Experten vereinbart werden. Dafür einfach dem Link oben rechts folgen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team!